Kevin Möbert beerbt Davy Klasen und eine Verlosung hau ich raus für euch. Das und vieles mehr nach dem Intro. Ja, Leute, erstmal kommen wir zur Verlosung, danach geht es zum Hauptthema. Also, ich habe gestern eine Verlosung bei Instagram gestartet, ich blende das auch mal kurz hier ein. Und zwar habe ich nichts groß Bewegendes jetzt erstmal als erste Verlosung rausgehauen oder werde es raushauen. Aber vielleicht etwas, was für den einen oder anderen cool ist. Ich habe auch schon viele positive Nachrichten bekommen, die sich darüber freuen würden. Und das freut mich dann auch wiederum. Und zwar geht es um ein Trikot von mir. Ich habe damals mein Torwart-Trikot geholt, weil ich gerne auch Langarm-Trikots haben wollte von Werder. Und da kommt halt dann immer nur ein Torwart-Trikot in Frage. Deswegen habe ich auch manchmal Torwart-Trikots geholt. Und habe da ein Torwart-Trikot geholt mit der Nummer 10 hinten drauf, mit Nico. Und ja, also mein Name für die Leute, die seit Tag 1 dabei sind oder auch die in den letzten Wochen dazu kamen. Ist es vielleicht was Cooles, diesen Weg mitzugehen und dann halt so ein Trikot auch von mir zu haben. Für manche ist es auch einfach was Cooles, Trikot von Werder Bremen halt in dem Sinne dann zu bekommen. Das ist auch egal, was davon zutrifft, aber letztendlich freut es mich, wenn ich damit euch eine Freude machen kann. Wenn ihr daran teilhaben wollt oder mitmachen wollt, dann checkt gerne Instagram aus. Und ich werde auch für die Leute, die nicht gewinnen, wahrscheinlich Autogrammkarten irgendwie bereitstellen, dass auch die so ein bisschen was zurückkriegen, dass man da seit Tag 1 oder auch, wie gesagt, seit den letzten Wochen, ich bin ja erst seit 3 Monaten hier, so mitmacht. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wer überhaupt Interesse an sowas hätte, Autogrammkarten und sowas. Ja, könnt ihr mal gerne reinschreiben. Jetzt kommen wir zum wichtigeren Thema, und zwar Möbel. Möbel, muss ich sagen, hat gestern gegen Pauli ein wirklich, wirklich starkes Spiel gemacht. Eine ganz neue Komponente hat er reingebracht, und zwar das Direktspielen, das Sofortpassspielen, zielgenau in Schnittstellen, sehr, sehr stark gespielt, muss ich wirklich sagen. Möbel muss man da auf jeden Fall rausheben. Ihr wisst, ich bin noch immer ein bisschen skeptisch bei Möbel, was dieses Verletzungsthema angeht. Man weiß nicht, bleibt er jetzt fit, findet er gut rein, Ausdauer muss wieder aufgebaut werden. Aber man kann auf jeden Fall sagen, gestern hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Diese neue Komponente Richtung, wie gesagt, er kriegt den Ball und weiß eigentlich direkt, wo er hin muss, guckt einmal hoch, spielt direkt. Ich glaube, es gab mehr Situationen, wo er direkt gespielt hat, als Situationen, wo er 2-3 Mal den Ball berührt hat. Es war vielleicht manchmal so, dass er einmal angenommen hat und dann den Ball weiter, aber dieses schnelle Spiel war sehr, sehr attraktiv, gerade in der ersten Halbzeit. Man muss sowieso sagen, das ist auch wieder typisch Werder gewesen. Die erste Halbzeit war super, zweite Halbzeit, naja, reden wir nicht drüber jetzt gerade. Wir wollen ja gerade positiv bleiben und ja, ihr könnt gerne mal eure Meinung zum Spiel reinschreiben. Wie fandet ihr das Spiel denn? Wer ist für euch da so ein bisschen rausgestochen? Ich habe ja gestern im Livestream auch schon die Umfragen gestellt. Auch öfters mal die meisten, also die gleichen Namen gehört. Natürlich gibt es manchmal auch Unterschiede, aber genau deshalb sind wir auch hier, um uns ein bisschen auszutauschen. Wen ich nämlich auch noch rausheben wollte, wer ist Agu? Ich finde Agu wirklich einen super, super starken Außenverteidiger, der natürlich auch offensiver spielen könnte, rein hypothetisch gesehen. Man hat es gerade in den ersten Minuten gesehen, wo er auch an 2-3 Mann einfach mal vorbeigegangen ist. Hat ein enormes Tempo. Für mich immer noch, ihr kennt meine Meinung, es ist auch überhaupt nicht schlimm für die Leute, die es jetzt nicht so sehen oder nicht so fühlen. Ich sehe einen Bomb fest im Mittelfeld. Für mich wäre der fest in der Mittelfeldplanung. Gibis Lassi wird voraussichtlich nächstes Jahr uns verlassen, vielleicht nach Tschechien nochmal gehen oder seine Karriere wird langsam auslaufen lassen. Augustinsson werden wir noch, wenn er bei Werder treu bleibt, noch ein paar Jährchen mehr was von haben. Das heißt, warum willst du jetzt gerade so einen guten Spieler wie Agu als Backup hinter Augustinsson haben, der dann einfach nicht zum Zuge kommt? Ich finde, dass man Agu rechts ranführen sollte über die Saison und dann, wenn er sich da festspielt, dann ist das so und dann ist das auch schön so. Das wäre meine Meinung, Agu auf Rechtsverteidiger stellen, um da nochmal mehr Tempo reinzubringen, und man sagt ja, man will auf die Jugend setzen. Ich glaube, das wäre ein erster Schritt. Ein bisschen enttäuscht war ich übrigens von Romano Schmid, der natürlich nicht auf seiner gesetzten Position spielt, also der hat nicht im Zentrum gespielt, sondern auf dem linken Flügel so ein bisschen so halb, aber war wirklich nicht sein bestes Spiel. Er hat sich natürlich reingehauen, war auch in Ordnung, aber es war auf keinen Fall ein super gutes Spiel oder sein bestes Spiel. Ja, in dem Sinne, das war's wieder mit Real Nico. Schreibt die Sachen in die Kommentare, die ich euch gefragt habe, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.